Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fishing Baron Sea. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zu unserem nächsten Drecknetz. Ich habe allerdings schon ein Netz jetzt eingeholt. Habe ungefähr 10 Minuten aufgenommen. Dann ist mir aufgefallen, dass ich in der falschen Szene bei OBS bin. Jetzt könnte ich zum Beispiel hier in diese Szene noch switchen. Da ist aber die Kamera... Ach komm, wir bleiben mal hier. So, ich weiß, die Kamera ist wieder auf der falschen Seite. Eigentlich müsste ich... Moment. Wisst ihr was? Wir bleiben jetzt einfach hier. So. Oder? Genau. So, wir bleiben jetzt einfach hier. Gut. Wir fahren raus auf die See zu unserem nächsten Treibnetz. Ja, da ist mir nach 10 Minuten aufgefallen, dass ich in der falschen Szene bin. Nämlich, ich war in der hier. Wir wollen aber... Ach so, die ist ja eigentlich auch falsch. Warte mal, wir wollen... Eigentlich wollen wir die hier. Nee, eigentlich wollen wir... Pass mal auf, eigentlich wollen wir die hier. Und eigentlich brauchen wir das dann... So. Ach, es ist aber auch alles. So, und eigentlich ist jetzt die Kamera auf die falsche, auf der falschen Seite, weil ich dann die ganze Zeit weggucke vom Boot. Ich müsste eigentlich so gucken. Glaube ich. Ja, nee, so müsste ich eigentlich gucken. Hey, Boot! Hey, Bootsmann! Gib mal ein bisschen Gas hier. So, weißt du, wie ich meine? Alter, wieso fahren wir nur so langsam? So, wir müssen mal hier ein bisschen eindrehen. 18 Knoten hier, da geht da noch mehr. 17 Knoten. 19 Knoten. So, und jetzt drehen wir hier schön ein auf Kurs. Und snacken uns erstmal unsere Boje. Gut, da hinten ist unser Netz. Da. Passt jetzt hier alles? Nicht, dass ich wieder irgendwas falsch habe. Das wäre eine Katastrophe. Wuhuhuhu. Alter, die Wellen. Jetzt wird es aber langsam ungemütlich, oder? Lecker mi. Oh, scheiße. Hier ist ja unser Netz. Hier ist schon die erste Boje, sehe ich gerade so. Also im Reparieren ist die nicht der Profi, ne? Aber dafür ist es sehr gut im Fisch einholen. Und kochen ist es sehr gut und naja. Wie geht's in der Tante überhaupt? Ja, ganz gut. Okay, super. Super, und dazu sieht er eigentlich noch gar nicht schlecht aus. So. Wollen wir mal schauen. Redfish ist nicht gut. Wir brauchen keinen Redfish, weil Redfish ist die Quote schon voll. Und ich muss mal schauen, ob ich irgendwie in die nächste Saison kommen kann, dass der Redfish quasi wieder, wieder freigegeben ist. Ne, dass man einfach in die nächste Saison kommt. Und ihr könnt mir, warte mal, ihr könnt mir mal was in die Kommentare schreiben. Das habe ich auch noch nicht so richtig rausgefunden. Das zeige ich euch gleich mal. So, Moment. So, 10 Stück haben wir schon an Bord. Das wird auf jeden Fall voll. Auch wenn wir den Redfish nicht benutzen können. Wo so ein Schwachsinn, ne? Rausziehen tut man ja trotzdem. Aber gut, ich. Also normalerweise darf man ja gar nicht fischen, ne? Wenn die Fischfangquote erreicht ist. So. Okay. Okay, nicht schlecht. Das sind 11, sind 17 Tonnen, 18 Tonnen. Nicht schlecht, mein lieber Herr Gesangsverein. So, und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier einen guten Cut hinkriegen. 4, 5 Sterne ist das Ziel. So. Ich mach gerade Fisch. Ich spreche jetzt hier mit einem Verbot aus. Oh, jetzt kommt ein Verbot. Moment, ich muss kurz zuhören. Es wird ein Verbot ausgesprochen. Putzenderweise. Putzen. Das Verbot lautet wie folgt jetzt? Das Verbot ist, mit Zahnbürste im Bad rumzulaufen, während du putzt. Also nur an einer Stelle stehen? Ja. Kopf über den Waschbecken. Da hätte ich mal gerne alle schriftlichen Rahmenbedingungen, was das betrifft, noch. Und die AGBs würde ich mir gerne mal durchlesen. Ja, okay. Dann laufe ich jetzt nicht mehr rum, wenn ich Zähne putze, okay? Vielleicht. Machst du gerade sauber?
Machst du das Bad gerade? Ich habe mich verschnitten. So, warte mal, ich muss hier gerade den Fisch zuschneiden. Ich brauche ein bisschen Konzentration. Ah, just damn it. Das gibt's ja gar nicht. So. Komm schon, Baby. Sehr gut. Okay. Ja! So, 1,5 Tonnen noch, dann haben wir's. Ich darf nicht mehr. Alter, was geht denn hier für eine Party? Oh. Jetzt muss ich aber mal schnell schneiden, Alter. Was ist denn hier los? Ich glaube, der Kahn ist gerade am Singen. Oh, was nochmal 50 Kilo? Was ist denn das für ein Quark? Okay, das war gar nicht mal schlecht. Alter, was ist hier? Ach so! Ich weiß auch warum, weil wir jetzt so viel an Bord haben. Ach du Scheiße. Ach nee, oder? Wir sind zu schwer. Wir sinken. Wir werden sinken. Okay, die tut man gleich mal wieder auf. Okay, auf reparieren. Und wir fahren mal zurück in den Hafen. Alter Vater, ey. So. Die repariert, auch wenn wir stinksen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Okay. Dann einmal in den Hafen rein. $120.000? Das ist ganz okay. Wir haben 760.000. Ey, das ist eigentlich nicht schlecht. Eigentlich nicht schlecht, meine Lieben. So. Wie viel brauchen wir denn insgesamt? 87 Liters. Brauchen wir noch nicht tanken. So, hier ganz geschmeidig rückwärts raus. Und dann schauen wir mal, wo das nächste Netz liegt. Das liegt noch nicht lange noch. Dann müssen wir einmal hier in die Ecke und dann direkt hier runter. Och. So, okay. Komm hier rum mit dem Kahn, ja, ne? Oh, 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 oh. Knappes Ding. Jawohl. Jawohl. So, Licht ist geradeaus. Und ab geht die Luzi. Da runter müssen wir. 1,9 Kilometer. Die Richtung ist ganz gut für eine schnelle Fahrt, glaube ich. Wie geht's denn der Tante hier? Okay, die ist eigentlich ganz ausgeruht. Warum, wann, Rudi? Rudi ist sich automatisch immer aus. Guck mal, die repariert jetzt schon 2,5% pro Stunde. Die ist aufgestiegen, die ist Level 68. Die war gerade noch, Level, oder? Die war doch gerade noch Level 67. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die war gerade noch Level 67. Alter Schwede, ey. So, wir müssen ein bisschen eindrehen, dann kriegt man mehr Fahrt. Ah, ich weiß noch nicht so richtig, wo der richtige Kurs jetzt hier gerade ist. So ist nicht schlecht, glaube ich. Sehr unruhig, die See. Sehr viele Wellen. So, 18, 19 Knoten wären schon optimal. Ja, das sieht doch gut aus. Ah, wir haben immer ein bisschen Welle hoch, Welle runter, Welle hoch, Welle runter. Deswegen werden wir mal schneller, mal langsamer, schneller mal. Naja, ihr kennt das ja, ne? So, das Schöne ist, die repariert jetzt schon 2,5%. Das heißt, die wird immer besser werden. Der grüne Balken unter dem Namen ist eigentlich... Der grüne Balken unter ihrem Namen ist eigentlich der Zustand, oder? Wie fit sie ist. Bin mir nicht sicher. So, wie sieht es mit der Quote jetzt aus? Boah, wir haben ja... Schellfisch haben wir auch bald erreicht. Wir haben ja auch nur noch 17 Tonnen. Kabeljau können wir noch nicht fischen. Haben wir noch kein Fischgebiet gefunden, obwohl der sich bestimmt richtig lohnen würde.
Die haben wir noch ohne Ende. Shit, 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 shit. Scheiße! Nein, 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 Oh mein Gott. Aufgenommen, Besenzufer. The towing has been deducted from your balance. Aber die ist wieder ein Level aufgestiegen. Hey. Wow. Ernsthaft jetzt? Warte mal. Sollten wir diese Versicherung abschließen? Pro Jahr dieser Abschleppdienst. Okay, passt aber. Wir sind dann gleich hier unten. Auch nicht schlecht. War der nächste Hafen wahrscheinlich. Oh, und da verlieren wir richtig Fisch. Oh Mann, oh. Die ist jetzt schon Level 69, ja. Oh Mann, oh. Das tut mir leid, da habe ich voll gepennt, ey. Da habe ich mich hier unten so damit beschäftigt, dass ich das Uwe nicht gesehen habe. Oh, scheiße, da sind wir voll auf Land gelaufen. Naja, gut, aber ich wollte immer wissen, wie das ist. Von daher passt das schon. Wir haben erst 90 Kilometer. Ich muss irgendwie diese 200 Kilometer vollkriegen. Also, das können wir hier im Let's Play nicht machen. Definitiv nicht. Wir können nicht hier 200 Kilometer fahren. Das funktioniert einfach nicht. Problem ist, die Netze hier vorne brauchen wir wahrscheinlich gar nicht einholen, weil wir die falsch geworfen haben. Das eine zumindest, glaube ich. Ja, das ist egal. Die sind jetzt alle für den Arsch. Ich muss mal gucken. Ich muss dann irgendwie offscreen ein bisschen Strecke zurücklegen. Sonst wird das nichts. Sonst kommen wir nicht zum nächsten Boot und da wollen wir unbedingt hin. So. Da vorne ist unser Netz. So, Madruschka, du kannst jetzt auf jeden Fall wieder Netz einholen. Scheiß die Wandern, ey. Das war teuer. Das war richtig, richtig teuer. Ich meine, es ist egal. Dadurch, dass wir noch so viele Kilometer fahren müssen, brauchen wir sowieso, werden wir sowieso noch unendlich viel Geld zusammenbekommen. Aber, also ich vermute zumindest, dass wir noch... Ja, alles klar, danke für dieses Angebot. Okay. Bisher werden wir sowieso noch wirklich reichlich fürs zusammenbekommen. So, wir reiten ein bisschen auf den Wellen jetzt. Mal gucken, ob hier was dran ist. Kann natürlich sein, der ganze Fisch ist jetzt zu flöten gegangen dadurch. Das wäre natürlich extrem bitter. Extrem bitter. Wir hätten eigentlich auch schon wieder ein Netz ausbringen können, der Weiler. Wow. Okay.
So, hier ist unsere Boje für das Schlepp- oder Treibnetz. Treibnetz, nicht Schleppnetz. Jo. Okay. So. Ich habe die dumme Vorahnung, dass das hier hinten auch so sein wird. Lohnt sich das jetzt überhaupt dahin zu fahren? Wie viele Netze haben wir denn dabei? Ja, okay, wir haben ein paar Netze dabei. Das heißt, wir könnten theoretisch... Kabeljau? Wir haben Kabeljau? Okay. Wir haben hier Kabeljau? Ein bisschen was zumindest. Das probieren wir mal aus. Das probieren wir mal aus. Dann werden wir nämlich... Ja, die Richtung ist gut. So. Bringen wir hier mal das lange Netz aus. Ja, 165 Meter. Ich denke, das ist ganz chillig. Und gehen einfach mal Kabeljau fischen. Ich denke, keine schlechte Idee. So, in diesem Sinne aber, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Alter Vater. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss, euer Manus.